So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 15-16 und wir waren nicht stehen geblieben, kurz vor dem Spiel gegen Hoffenheim und wir haben ja die letzten Spiele, sind wir wieder im Aufwärtstrend, dass wir vernünftig mal wieder gewinnen, ne? Wir haben gegen Monaco sensationell gewonnen, wir haben mehr knapp gegen Hamburg gewonnen und sind jetzt gegen Hoffenheim sagen wir mal dran, hier auch ordentlich zu punkten und wir reden mal ein bisschen noch mit unseren Leuten, bevor wir hier weiter voranschreiten. Ich weiß jetzt nicht, warum auf einmal die Teamdynamik wieder so runtergegangen ist. Entschuldigt übrigens weiterhin die ganzen Geräusche im Hintergrund, lässt sich nicht verhindern. Nee, ist mir nicht so wichtig. Cater, du kannst ruhig gehen. Haben wir ja das Angebot bekommen. Wir können hier mit keinem wirklich viel reden. Du sprichst zu wenig. Ja, ich könnte dir natürlich irgendeine Scheiße erzählen, den Spielern, aber nee, das will ich auch nicht. Deswegen, lassen wir das erstmal. Gut, die beiden kriegen erstmal keinen Mentor mehr. Wir haben viel zu viele Leute in der B-Jugend, sehe ich gerade mal. Aber B- und A-Jugend sind beide gut dran. Die B-Jugend hat jetzt erst gegen Schalke gewonnen. Na, das ist gar nicht so schlecht. Wie sieht es bei unserer zweiten Mannschaft aus mit der neuen Aufstellung? Müsste Mopay ja noch mehr zugutekommen, der übrigens schon 35 Tore geschossen hat in der zweiten Mannschaft. Ist auch krass. Aber die neue Aufstellung sollte Mopay eigentlich zugutekommen. No. Gut, Newsletter, wir haben einige unbeantwortete, ja, können wir verkaufen. Ein Angebot für Cater haben wir ja sowieso schon angenommen. Aber das ist ja eh eigentlich relativ, was jetzt noch mit Cater passiert, denn dies wird ja sowieso unsere letzte Saison sein. Eigentlich sollte ich ihn nicht verkaufen, weil ich will ja dann den Spielstand zur Verfügung stellen, ne? Sobald wir hier fertig sind mit dem Let's Play. Aber naja. Anderes Thema. Ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Nein. Ich meine halt nur, dass ich ihn nicht verkaufe, weil vielleicht will ihn ja einer behalten oder so. Aber warum sollte man Cater jetzt behalten? Ich werde es aber auf jeden Fall, werde ich es so machen, dass wenn wir hier fertig sind mit dem Projekt, werde ich den Spielstand kurz vor der, also nach Beendigung dieser Saison, werde ich den Spielstand noch bevor wir in die neue Saison wechseln oder bevor man in die neue Saison wechselt, werde ich ihn speichern und zur Verfügung stellen mit der Datenbank, die sich nicht ändert, für die Leute, die dieses Projekt hier dann weiterspielen möchten, privat. Können sie gerne tun, während ich dann schon mal darauf warte, dass dann endlich der neue Fußballmanager verfügbar ist. Gut, wir haben das nächste Spiel gegen Hoffenheim. Bin ich gespannt. Spielen auch ein sehr offensives System mit ihrem 4... Was ist das? 4... Auch eigentlich ein 4-3-3, aber die defensive Variante. Oder 4-2-1-3 oder was auch immer man da haben möchte. Eigentlich ist es ein 4-3-3 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Müssen wir einfach gucken, wie wir damit klarkommen. Also wir sollten eigentlich relativ gut damit klarkommen. Aber sind wir mal gespannt, wie das so läuft. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Hoffenheim. Bis gleich. So Leute, willkommen zum 28. Spieltag der Bundesliga und wir spielen gegen Hoffenheim, die TSG aus Hoffenheim. Diesmal sind wir heim. Diesmal spielen wir heim. Das Hinspiel haben wir, glaube ich, 3-0 gewonnen. Und ich bin mal gespannt, wie das neue System dann gegen eine Mannschaft, die ein ähnliches System spielt, aussieht. Erste gute Möglichkeit hier von uns. Ein Wurf. Bernat ist links durch. Flank nach innen. Ake fällt die Hereingabe leicht zu Lukaku ab. Der fliegt von hinten heran und verfehlt das Tor um einige Meter.
Ja, nicht so gut. Hätte schon mal eine gute Möglichkeit gehabt. Verwirrung im Strafraum von Hoffenheim. Keiner steckt den Ball entscheidend weg. Neymar schnappt sich die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab, aber Baumann ist zur Stelle. Ja, da hat Baumann schon mal wieder gerettet. Es beginnt plötzlich zu regnen ohne Ende. Ja, ist vielleicht nicht so geil, dass es jetzt regnet. Mal eine Möglichkeit. Kist verliert vor dem Strafraum gegen Damayo den Ball. Der passt weiter zu Guglielmo. Dieser umkurvt Süle. Flachschuss in die linke Ecke. Horn sieht da nicht gut aus. 1:0 für Hoffenheim. So schnell kann es gehen. Ja. Fünftes Tor von Lukas, nicht Lukas, Leandro Damayo. Von Guglielmo. Vorlage von Damayo. Nächste Möglichkeit hier für uns. Lukaku zieht im Strafraum aus halblinker Position ab. Baumann kann den Flachschuss zum Eckball ablenken. Eckball jetzt getreten von Kist. Ødegaard versucht sich gegen Ake mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Gibt folgerichtig Freistoß vor Hoffenheim. Ja, das sieht in den ersten Minuten nicht gut aus, was wir hier abliefern. Wir hatten schon... Wow, mein Fernseher ist etwas zu laut. ja, Neymar mit einem gefährlichen Zuspiel auf Ødegaard, der in den Rücken gespielten Ball noch Richtung Tor bringt, aber Baumann kann retten. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt befördere ihn nicht ins eigene Tor. Ja, die Mannschaft sieht im Moment nicht so gut aus gegen Hoffenheim. Bernat hat eine gute Note. Kist, ich weiß nicht, Kist kommt irgendwie nicht so gut mit der Defensiv-Mittelfeld-Position klar. Hat nicht so gute Noten in letzter Zeit. Genauso wie eigentlich die ganze Mannschaft nicht gute Noten hat. Aber mir gefällt die neue Aufstellung trotzdem irgendwie. Also das neue System gefällt mir aus irgendeinem Grund ziemlich gut. Ødegaard bedient hier Leitner, lässt Gimba im Strafraum mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen, sucht dann den Torabschluss, sein noch abgefälschter Schuss geht einen Meter am Tor vorbei. Schade, dafür gibt es aber dann wieder eine Ecke. Tückischer Ball auf den langen Pfosten, Galvarez beweist perfektes Timing und klärt mit dem Kopf. Nächste Möglichkeit hier für uns, eine Großchance. Jetzt mal, Berardi flankt von rechts an freistehenden Lukaku, aber der rutscht weg. Wie kann man denn so ein Pech haben? Das ist unglaublich, finde ich. Taktisches Foul hier, gibt Gelb für Gimba. Ja, die Mannschaftsleistung ist wieder ziemlich gemischt eigentlich. Nächste Möglichkeit. Weitgezogene Flanke von Berardi. Leitner legt gefühlvoll ab. Lukaku nimmt den Ball mit Risiko. Volley aus 18 Meter, aber er fliegt über das Gehäuse vom Oliver Baumann. Spiel ist pünktlich zu Ende. Wir sind hier 0:1 hinten in der Halbzeit. Ja, wir hatten Möglichkeiten auf jeden Fall schon wieder. Eine davon hätte locker reingehen müssen. Ja, gucken wir mal. Könnten jetzt argumentieren, dass das Teamwork nicht so hoch ist, aber trotzdem, wir müssen ja gegen Hoffenheim es eigentlich machen. Gibt's kein Wenn und Aber. Wenn aber. Nein, ja, das müssen wir einfach machen hier gegen Hoffenheim. Kommen wir nicht drum herum. Wir müssen das auf jeden Fall machen, weil sonst haben wir Bayern wieder an uns vorbeiziehen lassen. So, und dann, das habe ich, also da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. Gehen wir weiter in die zweite Halbzeit. Ja, die Mannschaft, ich weiß nicht, die Noten sind nicht so überragend. Ja, keine Ahnung. Nächste Möglichkeit hier für uns, Ecke von Malte Kist getreten. Schlägt eine Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts. Baumann kommt nicht entscheidend genug heraus. Süle, Kopfball geht aber knapp am Pfosten vorbei. Ja, wir haben aber auch kein Glück im Moment. Abwehr von Hoffenheim macht das sehr gut, vor allen Dingen unser ausgeliehener Spieler ist einfach mal überragend heute, hat eine Note 1, hat die Seite richtig gut unter Kontrolle. Wir kriegen nicht wirklich viel gebacken da vor dem Strafraum von Hoffenheim. Kist legt zu Lukaku auf, der zieht aus 18 Metern ab, Baumann
hätte vermutlich keine Probleme gehabt, doch Berardi stand im Weg, kommt mit dem Hintern noch an den Ball, fällt den Schuss unhaltbar ab. 1-1, was ein Tor. Was ein Glückstor jetzt von Domenico Berardi, der den einfach mal mit dem Hintern reinmacht. Was zur Hölle geht hier ab? Hoffenheim hat jetzt zum ersten Mal seit über 300 Minuten wieder ein Tor kassiert. Volland geht jetzt raus auf Hoffenheimer Seite. Dafür kommt Bakenga rein. Mushaga Pugenga. Bakenga. Keine Ahnung. Flanke von Berardi jetzt mal. Doch, Lukaku bekommt mit seinem Kopf nicht genug Druck dahinter. Oliver Baumann muss sich nicht sonderlich anstrengen, um diesen Ball zu halten. Aber was war das gerade schon wieder für ein Glückstor von uns? Nächste Großchance. Ødegaard spielt einen millimetergenauen Pass in den Laufweg von Lukaku, der sofort die kurze Ecke anvisiert, aber nicht mit Oliver Baumann. Der Torhüter von Hoffenheim ist zur Stelle und fängt das Leder ab, wie immer. Wie soll es auch anders sein? Ich meine, er spielt gegen uns. Warum sollte man da nicht einmal ausrasten und den krassesten Torhüter EU West raushängen lassen? Schlechte Sicht. Im Moment. Jetzt kommt Soloi rein. Soloi. Wird gedeckt dann von Nastasic und von Süle. Ja, ne? Baumann mal wieder mit einer Überleistung hier gegen uns, aber die ganze Hoffenheimer Abwehr macht das sehr, sehr gut heute in diesem Spiel. Deswegen haben wir auch nicht so viele. Ja, wir haben eigentlich schon die Möglichkeiten. Ødegaard passt jetzt mal zu Leitner, aber er verzieht. Lukaku hat das geahnt und spitzelt den Ball über die Torlinie. Oh mein Gott, wir führen hier wieder. Unglaublich, Lukaku. Du bist mein Held. Lukaku macht ihn hier knallhart rein, aber jetzt direkt im Anschluss über Udokai. Geht über den rechten Flügel, Süle wird von Süle bedrängt. Schuss aus 20 Metern, geht deutlich am Tor vorbei. Da hat unser Mann mal versucht, uns hier einen reinzudrücken. Hat aber nicht geklappt, zum Glück. Wir wechseln jetzt mal Hummels rein, der nicht wirklich frisch ist, aber er kommt jetzt einfach rein. Und wir wechseln Reus ein. Muss mal gucken, ich glaube, mein Fernseher ist ein bisschen zu laut. So. Durm deckt jetzt Mertens, der noch reinkommt bei Hoffenheim. Wir machen jetzt mal unsere zwei Wechsel. Immer Süle und Berardi. Der Torschütze heute mit einem Ultra-Lucky-Tor hier gegen Hoffenheim. Muss man einfach so sagen, das ist ein übertriebenes Lucky-Tor gewesen, mit dem Hintern einen Ball reinzumachen. Yo, auf jeden Fall. So, als nächstes, ich denke, als letzte Auswechslung werden wir Kist auswechseln. Ist im Moment nicht so gut drauf, Kist. Hat nicht so gute Noten. Ich denke, es würde aber so sein, dass er sich einfach an die neue Situation erstmal gewöhnen muss, an das neue System, an die neue Position. Er ist ja auch überhaupt noch nicht richtig eingespielt auf der Position, Defensiv-Mittelfeld. Deswegen geht das schon klar. Lukaku kriegt jetzt hier wegen einem taktischen Foul an Ake die gelbe Karte. Ødegaard liegt nach einem Zweikampf verletzt am Boden. Geht aber weiter für ihn. Sehr gut. Ich habe jetzt keinen Bock, dass er auch noch ausfällt. Jetzt kommt Ginter rein für Kist. Der kriegt hier die Pause. Jetzt nochmal eine Möglichkeit hier. Eine gute Möglichkeit für Hoffenheim. Mali setzt sich im 16er gegen Durm durch. Legt zurück auf Soloi. Dieser einen kleinen Tick zu spät dran. Horn kann den Ball aufnehmen und erstmal absichern. Eieiei. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Ich mach gleich mal meinen Fernseher leiser. Schlusspfiff, wir haben gewonnen. Boah, war das wieder eine Zitterpartie, fand ich. Ultra. Seht ihr? Hätten wir jetzt unentschieden gespielt oder verloren, dann wäre Bayern uns vorbeigezogen. Da müssen wir echt jetzt aufpassen. Das wird echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dadurch, dass wir jetzt in der letzten Zeit so unglaublich geschwächelt haben. Heute auch wieder mit Glück, sag ich mal, gewonnen. Ein Schuss abgefälscht vom Hintern von Berardi und dafür unhaltbar für Baumann gewesen. Baumann aber natürlich wieder mit einer Ultraleistung gegen uns.
eigentlich. Note zeigt es nicht so ganz, aber er hatte auf jeden Fall wieder eine Ultraleistung gegen uns. Es ist krass, was die Torhüter immer gegen uns auspacken. Trotzdem haben wir solide heute gespielt, haben gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Nachbericht. So Leute, willkommen zum Nachbericht vom 28. Spieltag gegen Hoffenheim. Und ja, wir haben heute 2:1 gewonnen. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben solide gespielt. Die Noten sahen nicht ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob die neue Aufstellung vielleicht oder das neue System vielleicht nicht so gut ist für die ganzen Leute. Aber wir haben trotzdem gewonnen, wir haben es geschafft, wir haben gekämpft und uns durchgesetzt. Ja, und bis jetzt sieht das ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Diese Bilanz sind seit der neuen Aufstellung sind 3 Siege. Also, ne? In jedem Fall mit Glück. Aber, ne, ist ja. Darüber reden wir jetzt gerade erstmal nicht. So, wir haben Ballbesitz, waren wir natürlich wieder besser. Chancen haben wir 11 Stück gehabt. Seht ihr, wir haben 11 Chancen gehabt. Wir müssen sie nur mal reinmachen. Wenn wir die Chancen auch mal reinmachen, dann gewinnen wir hier auch mal mit 5 Toren Unterschied. Bayern hängt uns nach wie vor am Arsch. Die gewinnen und gewinnen und gewinnen und gewinnen. Ja, hätten wir nicht so gepatzt, wären wir immer noch 8 Punkte weg oder so. Die Stimmen, Lukaku, ich freue mich über mein Tor und das 2:1. Wir sind auf einem guten Weg, die Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen. Und Viet Tam Chien sagt, ich brauche Spieler, die auf dem Platz die Route rausholen. Bitte nicht, das gibt rote Karten. Köln hat heute wohl sehr gut gespielt. Kagawa, also 1, 2, 3, 4 Leute heute von Köln. In der Mannschaft des Tages und sie haben 1:0 gegen Nürnberg gewonnen und Köln ist wieder im Mittelfeld so ziemlich gefestigt, also vom Abstieg nicht mehr so krass bedroht. Freut mich, auf jeden Fall freut mich das für den FC. Wir waren heute wieder nur 10. Köln war heute die beste Mannschaft mit einer Stärke von lediglich 709. Also das ist echt eine Leistung mit so einer Mannschaft. Ich glaube sogar heute, nee, nicht ganz das schwächste Team, aber das zweitschwächste Team gewesen heute. Stärkste waren wir, haben aber nicht wirklich gut gespielt. Ja, beste Spieler, Aubameyang ist immer noch vorne, wird aber langsam eng. Und Kist, ja, wird auch langsam eng. Nee, wird nicht wirklich eng für Kist, aber trotzdem. Ja, die Leistung, die fehlt im Moment so ein bisschen. Ja, wir sagen mal, Forderungen stellen. Wenn, dann wollen wir ihn auch für die ausgeschriebene Summe verkaufen. So, das heißt, es geht weiter und als nächstes spielen wir gegen Manchester City. Yo, als nächstes spielen wir dann gegen City wieder in der Champions League. Ja, es kommen ein paar echt interessante, harte Zeiten auf uns jetzt zu. Englische Woche über englische Woche. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich immer ein bisschen variieren, was die Mannschaften angeht. Hier Hummels und so sind immer noch nicht wieder richtig fit. Oder frisch eher. Ja, frisch eher. Von daher dürfen wir jetzt gegen City wahrscheinlich genauso spielen wie gegen Hoffenheim. Ja, sind immer noch nicht wieder ganz fit. Ich lasse Neymar spielen anstatt Reus. Und ich lasse Süle spielen anstatt Hummels. Der Rest darf so spielen. Aubameyang ist heute mal wieder mit dabei. IB ist dabei. Leitner, Ödegaard, Kist natürlich, ne, und Pazlak und so sind auch natürlich mit dabei, weil Champions League ist jetzt unsere, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt beides holen. Es wird beides knapp, es wird beides schwer, also Champions League und Meisterschaft wird beides noch eine knappe Kiste. Aber ich habe Bock darauf, beides zu holen jetzt und ich hoffe, das klappt mit dem neuen System, auch wenn wir dafür einiges an Glück brauchen, denke ich noch, aber ich bin zuversichtlich, dass es klappen kann. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.